Was? Das erste Mal, dass ich ein Spiel vor Kante spiele. Na, das weiß ich noch nicht. Aber ich. Wenn Amazon schon am 2. liefert und ab 0 Uhr Release ist. Alter, du kannst glauben, dass ich krank bin. Also, lieber Chef, falls du mich hier hören solltest. Der dritte. Ich habe jetzt schon Magenschmerzen, Übelkeit und Fußasthma. Boah, ihr Tränen im Gesicht, Alter. Kulleraugen habe ich hier. Oh Mann, ey. Ja, es wird hart, das glaube ich auch. Aber mal gucken. Ich muss mir nochmal meinen. Ich habe ja einen Jahresdienstplan gekriegt bei mir. Ich hätte voll den Clint mal hinten voll reinzulaschen. Was? Ich hätte voll Bock, euch alle zu überholen. Aber ich schaffe es nicht. Wenn du voll drüber machst, würdest du da hinten noch ein Minibagger ankommen. Also. Da steht einer, ne? Viel Abstand haben wir beide. Was? Rechte Seite, oder? Scheiße. Ja, fahr mal rüber, Arizona. Aber leck nicht so. Was macht der denn hier? Leck nicht so. Was ein Idiot. Alter. Ich habe immer ein bisschen Angst bei dir, Arizona, muss ich sagen. Ja, du zuckelst ja ganz schön als zurecht. Ich habe einen extrem FPS-Einsturz. Was auch nicht, woran liegt. Aber generell bei Nacht fahre ich nicht so gerne. Dann merkt man halt schon wirklich, dass es ein bisschen weniger FPS sind. Aber wir müssen gleich abfahren, ne? Und nicht wieder tanken, wenn Alter. Wenn du von Gas gehst, ramm ich dich weg, ich schwör's dir. Der macht Amix YOLO. Ja, ohne ihn nicht. Ich weiß nicht, was ihr beide macht. Oh, blau. Oh, das wird nix. Gib Gas! Nie bremsen! Ich bin neben dir! Tränen in den Augen, ich seh nix, ey. Oh, Scheiße, nein, bleib da! Ihr Freaks, Alter. Ich seh nix. Ich seh nix. Pipi in die Augen, ey. Ja, ist schon klar, hab ich verstanden. Oh, Mann. Das hab ich verstanden. Ah, schön, dreispurig ausgebaut. Wir sind in Deutschland. So weit erlebst du nur in Deutschland oder in dir Amiland. Habe ich heute diese Outback Truckers geguckt? Alter, du leckst dir aber eins zurecht. Junge, Junge. Da kriegt man richtig Angst. Denkt man, überholst du jetzt oder fährt er langsamer? Nee, zack, ist er wieder vor dir. Ehrlich, aber liegt an meinem niedrigen FPS gerade. Ja, alles gut, alles gut. Cool. Es kommt nur ziemlich rustig rüber. Wenn es gefährlich wird, dann sag Bescheid, dann kannst du eben vorziehen. Wieder rumzuckeln, nein, alles gut. Aber Jonas, das, was wir vorhin die ganze Zeit gefahren haben, ne? Ja. Bis jetzt immer noch 0% Schaden und vorhin hatten wir schon mal 20 Kilometer Schaden. Ja. Irgendwo vor uns fährt, glaube ich, noch eine. Ja, gleich nicht aber mehr. Aber wir hatten auch das Glück, wir sind durch Bergen gefahren, einspurige Autobahn. Und nochmal sehe ich so einen Namen vor mir. Aber nur einen Namen, ne? Ja, wahrscheinlich halt gerade einer hinter der Berggruppe verschwunden. Auf mal rumste ist, also von 0 auf, von 110 auf 0. Entweder bremst du oder noch? Hat sich gerade passend einer eingeloggt. Arne auch. Oh. Oh, was ist hier los, Arne? Vor uns, Alter! Alter, wir müssen runter! Müssen wir runter? Ja, wir müssen runter. Gut, Amix! Ich wäre vorbeigefahren. Arne, auch mal. Oh, hier hat sich gerade einer ausgeloggt. Ja. Das ist immer gefährlich. Der Einlog ist am besten. Also ich hab das kenn ich schon. Auf der Fahrbahn eingeloggt. Auch in einer Aufnahme, Amix, Alter. Auf einmal steht einer mitten auf der Straße. Hier steht Trailer quer. Immer weit ist, so weit wie möglich weg. Das haben wir schon alles gesehen. Trailer quer auf einmal und so, ne? Ja, da haben wir schon einiges gesehen. Amix, du. Junge, Junge. Auch mit dieser Topspeed lockt sich einer ein. Voll reingelascht. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin. Jedenfalls war ich ziemlich weit weg. Ja. Das war auch so ein richtiger Crash, sag ich dir. Der, ich glaube, 89% Schaden am LKW und ich glaube, 59% Schaden am Auflieger oder so. Das war genug gelacht. Findest du? Reicht erstmal für 2 Stunden. Ach Quatsch. Wir fangen gerade erst an. Wir sind bei den Rotterdam. Wir sind gleich bei 30 Minuten Schallgrenze. Eigentlich müssten wir hier jetzt abschalten. Aber moin, moin, liebe Zuckerfreunde. Willkommen in einer neuen Folge. Amix, so. American Truck Simulator habe ich mir auch schon eine Ansprache für ausgesucht.
Ja, ich hatte auch schon mal eine, aber ich glaube... So mit Dude und Howdy und so. Howdy? Ja, dann setze ich mir auch extra meinen Cowboy-Hut auf, wenn ich das spiele. Ja, geht los. Und dann kriegt man auch eine Facecam oder was? Ja, Facecam oder sowas hier. Was ich geil finde, habe ich letztens bei irgendeinem gesehen. Der hatte so eine Verlosung gemacht, konnte das Lenkrad gewinnen oder irgendwie die Kopfhörer oder irgendein Kram, oder irgendein großer hier. Quint oder irgendwie so. Was? Auf dem Parkplatz drauf? Aber ich sehe auf dem Parkplatz drauf. Ja. Sag doch mal was. Oh, ich glaube, der zieht doch nur so durch. Amix, musst du tanken oder was? Nö, ich bin schon wieder durch. Echt? Ja. Und dafür fahren wir auf dem Parkplatz drauf? Alter, du fährst. Dann mal langfahren. Ich überhol den hier nämlich gleich von dieser Seite. Oh. Was war das? Wolltest du schon mal wieder rauffahren oder? Aufgenommen oder was? Was? Ja, ist voll drauf. Das waren die hier drüben. Guck mal links, Jungs. Was ist denn hier los? Oh, Stau. Oh, warte. Hey. Bitte links unten übersetzen. Die machen Trailer-Tausch. Auf der Autobahn kommt immer gut. Ja. 5 km/h langsamer. Sagt Powerfan. Hä, wo ist der? Ich weiß es nicht. Der ist doch kurz zurückgeblieben. Powerfan, wo bist du denn? Was schreibt der denn überhaupt? Bei mir im Chat. Da steht nichts bei mir. Als Zuschauer. Nee, nicht bei mir. Ja, achso. Amix streamt ja. Stimmt ja. Naja, ich hab gerade. Stand neben der Spur. So, wer hat schon Schaden am LKW? Wer? 3%. Ich 1% am LKW, 3% am Auflieger. Ich 0,0. Auflieger 0. Doch, LKW 1, Auflieger 0. Aber LKW 1 ist nur Reifenverschleiß, glaube ich. Oh Mann, ey. Ich habe jetzt noch ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Sehr amüsant. Sehr lustige Folge, muss ich sagen. Bin ich mir noch am Lecken? Nee, jetzt nicht mehr. Doch am Lecken. Ja, mein FPS haben sich gerade schlagartig verbessert. Bin ich noch am Lecken? Ich weiß das jetzt weiß nicht, ob du noch rumleckst, aber also im Spiel hast du keine Verzögerung mehr, nein. Derzeit. Ja, dieses Lecken ist immer so ein Thema. Hinter euch? Hinter uns? Achso. Ja, wir treffen uns in Rotterdam. Ja, willst du dich treffen? Ja, wir fahren alle nach das Rotterdam. Das ist katastrophal, Alter. Ja, das kriegen wir hin. Wir wollen ja zur Fähre, da ist auch am meisten Stau, oder? Ich glaube, es gibt keinen schwierigeren Ort, als sich dort zu treffen, weil da 500 LKWs waren. Ja, genau deswegen wollen wir da hin. Kommst du auch aus Rostock, frag einer. Rostocker Rostbratwurst. Dann heißen die anderen Rotterdamer Rotterdam-Würstchen? Ach hier, Rostbratwurst, okay, jetzt habe ich es verstanden, ja. Auf welcher Spur fährt der komische Typ da vor uns? Rechts. Gut. Also ich fahre hinter dir, hast alle Zeit, hast alles Platz links, alles schier. Ich glaube, ich muss ihn auf den Stand schreiben, bringt mehr Spaß. Was macht der? Zieht da einfach rüber, der Klon. Klon? So, zack. Ah, der baut schon fast 4-0. Jo, alles klar. Paule, Naba, hier. Naba Transporter, Truck TV Germany. Den kennst du jetzt, oder? Ja, das ist der, wo ich letztens das YouTube-Video gezeigt habe, weißt du? Der ist das. Oh, den habe ich gerade in Leitplanke gedrückt. Aus Versehen. Naba Transporter. Jo. Normalerweise würde er eigentlich Blumenkohl nach Frankreich kutschen, weil ich weiß nicht, was er mit Baustoffen hier in Deutschland will. Das aber naja. Du das weißt. Vielleicht wollte er sich selbstständig machen. Ja, was der das weiß, ne? Ja. Was ist für Blumenkohl alleine? Ja. Blumenkohl war mal ein TS-Passwort bei uns. Oh. Ja, ne? Kommt keine Sau von Gamer drauf, Blumenkohl. Nee. Irgendwann hat mich gefragt, was wollen wir für ein TS-Passwort nehmen? Alle sind immer so leicht, ich sag Blumenkohl. Ach.
Mal durchatmen, ne? Ja, muss man ganz entspannen. Lachmuskel mal entspannen. Ja. Mal so, gehen. Autopilot an. Autopilot? Ja, ich brauch ein Bier. Ey, den Mod muss ich mir auch mal runterladen. Jo. Dann stelle ich eben ein hier vom Bergen nach Milano. Autopilot, dann gehe ich eben draußen Rasen mähen. Oh, oh, oh. Ist das schon wieder Schnee bei euch, oder? Oh, geblitzt. Hätte ich ruhig mal warnen können, ne? Ja, heute ist alles weggeregnet. Müssen mal rechts ab, ne? Ja. Ja. Zweite oder dritte, siehst du schon. Jetzt gerade, wo ich mir ein Bier aufgemacht habe. Ein Bier? Ich fahre mit der Maus. Das heißt, entweder trinken oder anhalten. Entweder anhalten. Tempo mal. Das ist halt unser... Oh, mein Kunde erwartet schon die Ketten ganz pünktlich hier. Echt? Ich krieg schon Stress. Oh, oh, da bremst er! Mein Disponent ist ein bisschen knapp eingeplant. Ah, ich ruf gleich meinen Kunden an und sag, kann er Rotterdam abholen. Die sollten eigentlich nach Bergen, aber jetzt werden sie erstmal nach England. Ja, Bergen gibt's auch in England, oder nicht? Soll aufgepimpt werden. Bergen. Bergen ist auch schön. Bundeswehrzeit, auch schöne Zeit. Oh. Ach, hier wird es wieder hier schmalspurige Brücke, ne? Hätte nicht sowieso doof gemacht, dass eine Autobahnspur komplett abfällt. Ja. Was nicht anständig ausgeschildert ist. Ja, das ist wie in Deutschland. Das gibt's auch in echt gar nicht, oder? Schilderwald, nein, das glaube ich auch nicht. Also ich hab's noch nicht zumindest, gesehen. Also zumindest nicht so schlecht ausgeschildert. Ja. Junge, Junge, Junge. Oh, Mann. So. Wir können dazwischendurch einfach mal fragen, liebe Zuschauer, was erwartet ihr von American Truck Simulator? Worauf freut ihr euch? Was gefällt euch jetzt schon? Ja, welchen Truck wollt ihr euch kaufen? Genau, welchen Truck wollt ihr euch kaufen? Peterbilt, was gibt es denn noch? Mac? Ich hoffe, mir alle, um zu testen, welcher der beste ist. Ich habe mir noch gar keinen vorgenommen, ich habe noch gar nicht geguckt, welches es gibt. Aber ich habe damals mal 18 Wheels of Steel gespielt und da gab es immer halt die Hauber, ne? So typisch Amerika. Ja. Und die ganz normalen. Und auf so einen bin ich eigentlich aus. Ich hoffe, dass die ein paar normale haben. Also normale, so wie wir sie kennen. Also keine lange Haube, ne? Das glaube ich. Na gut, obwohl, es gibt den. Ja, dieser auf Oldschool gemacht. Ich könnte jetzt keine Marke oder Modell nennen. Ich hab Peterbilt ist das. Aber weißt du, was ich meine, ne? Den Peterbilt gibt's auch als Flachschnauze, ja. Ja, genau. Ich bin ja gespannt, ob sie Scania und Volvo auch reinbringen, weil die kriegst du ja auch als Hauber. Hab ich schon im Trailer gesehen. Echt? Mhm, so einen blauen Volvo. Naja, Volvo hatten sie sowieso mit dem Gepäck schon, hier mit Eurotruck, ne? Die müssen also gerade die Lizenzen erstmal reinholen. Ja, die haben war sie ja. War ja hier bei ETS auch richtig schleppend. Bisschen mit dem billigen Majestic durch die Gegend gefahren. Was war das denn? Ey, komm, die haben das aber gut in den Griff. Also die kümmern oh, sich und die patchen auch, die bringen ja immer noch weiter. Also ich finde es gut, was sie machen. Finde ich auch wichtig, dass die an ETS trotzdem dranbleiben, ne? Wenn ja, bleiben denken, sie auch. Ja, bleiben sie? Also ich hab heute schon hier bei ETS Multiplayer gesehen, da haben sie Schilder aufgehängt und haben so eine Plane vorgehängt, dass du da noch nicht abfahren kannst und sowas. Also die bauen ja jederzeit immer weiter, ne? Okay. Ja, die sind echt gut dabei. Ja, ich bin da mal an und soll mal endlich mal diesen Wintermod rausnehmen, ey. Selber rausnehmen? Kannst du das selber rausnehmen? Ja, habe ich ja, aber dann habe ich ja fast die weißen Punkte immer noch. Ach so. Schneefall. Oh, ist ein hier. Oh, ein. Boah. 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 Mensch. Das wird das zusammenlegen. 15. Hier ist aber los. 15. Ja, das dachte er ja gerade. Cool, cool. Franzosen oder was? Naja. Nur wollt ihr aus der Richtung Frankreich kommen, oder was? Wieso Frankreich? Das ist doch da unten, denke ich. Niederlande fahren wir jetzt hin. Ja, und da unten ist ja wohl Frankreich. Ja, habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Ist nicht so schlimm. Wir können, auch für, wir können auch in Rotterdam mal für dich in so einen Laden reingehen. Für dich mal das ein katastrophal, da. Paar freundliche Drops holen. Nein. Er kriegt ja auch schon wieder einer durch die Gegend.
Wie hört sich das an, wenn man denn in... Oh, was macht der denn hier? Keine Ahnung. Erzähl uns mehr. Wir brauchen mal Infos. Das habe ich gerade auch nicht so ganz gesehen, was sie da gemacht haben. Das war eine Kurve auf jeden Fall. Rechte Spur, linke Spur, geradeaus. Links musste. Der benutzt beide. Muss ihn jetzt schon durchquetschen. Und Standstreifen? Dann könntest du mehr Glück haben. Also wie... Hey, ihr fahrt alles gar nicht, ne? Ja. Weil wir den V8-Zaun so geil finden. Aber den hörst du hier drin leider gar nicht. Mhm. Hörst du nur draußen. Man könnte es lauter einstellen, aber da müsste ich irgendwo in irgendeine Datei reingehen und... nö. Das kann man für ATS mal machen, weil die haben ja auch richtig dann nachher so Sidepipes und richtig oben hier zwei Kanülen oben raus und so. Das kann ich mir schon eher vorstellen, ja. Also wenn man durch Holland fährt... Wer ist denn direkt hinter mir? Clinton wird er sein. Clint. Aber zwischen uns beiden sind noch zwei andere, glaube ich. Oh, hätte ich beinahe umgeschmissen. Stimmt, ich sehe Amix schon gar nicht mehr. Oh, wir sind schon fast in Rotterdam, ne? Ja, es fängt an zu lecken. Nee, Amsterdam. Oh, da muss ich... Oh! Ist so die Vorstufe von Rotterdam, also wenn es hier schon leckt, dann kannst du auch was gefasst machen. Ja, jetzt geht's gerade wieder. Ja, ich musste mal kurz abbremsen. Ging leider nicht anders. Ab nach Rotterdam. Ich wurde gerade gecrashed. Au. Ja, mal war. Aber du filmst ja auch, ne? Ja, ich nehme das auch. Hast du schön noch Bild, dann können wir gleich mal angucken. 1200 on. Na, bringt jetzt eh nichts, dich darüber zu ärgern. Wie war Hilfe? F7, ne? Du kannst die auch eben nach Amsterdam abschleppen lassen. Ja, ja. Reparieren, bevor du jetzt nachher bis nach England mit dieser blöden Motorfehlfunktion fährst, ne? Ich flieg eh auf der Seite. Ich flieg eh auf der Seite. Ja, dann hat mich umgeschubst, der kam von der Gegenfahrbahn. Tja. Ja, wollen wir schnell mal rennen. Wenn man die reportet, passiert mir nichts. Man ärgert sich da nur unnötig drüber. So, alles repariert. Mein Trailer hat auch nur 3% abgekriegt, also von daher geht's. Wo bin ich jetzt? Ich bin mitten in Amsterdam. Ja, wir sind in Rotterdam. Was hast du denn toll? Ich fahr ohne mich weiter, wa? Mann, du. Den Navi.de genau an dieser Stelle gesetzt. Ja, meine kommt jetzt. Ich werde nochmal neu setzen. Ich hab meinen hinter die Fähre gesetzt. Gott sei Dank. Welche Stadt in England fahren wir denn jetzt an? Fähre. Welche Stadt in England fahren wir an? Wir fahren jetzt einmal bis zur Fähre und warten auf alle. Okay. Wollen wir denn erstmal hier in Rotterdam warten oder gleich rüberfahren? Nee, wir warten in Rotterdam. Werkstatt? Fähre. Ja, gut, an der Fähre. Wo muss ich denn jetzt abfahren? Rechts, ne? Rechts. Das leckt hier, Alter. Oh, das ist auch die Hölle. Du musst halt erstmal runter auf 60 km/h, sonst sitzt du gleich in der Wand. Willst du mich jetzt schon wieder wegnaschen da, oder? Der nächste Vogel, der mich wegnaschen will. Mann. Hier ist aber was los. Ah, hier wird's wieder besser. Hoffe ich aber. Oh, der hat ein schönes großes Boot hier hinten drauf. Jawohl. So, dann fahren wir jetzt nochmal über die Kreuzung drüber, wer die mich gerade weggeschmissen hat. Oh, kann man nochmal ein Sorry oder sowas, ey. Ach, ich kann sagen, warum kann ich nur 60 fahren, aber es geht ja nicht schneller. Oh, Maschine kaputt. Hier geht schon wieder los. Report, Report hier, Report da. Hm. I'm recording hier. Ein Theater. Ich hab's ja auch aufgenommen, das bringt ja nichts. Bis ich das alles da eingesendet hab und. Nee.
Ja, die Tage hat mich auch einer blockiert, also stand wirklich quer in der Einfahrt, der hat auch nichts anderes gewollt. Dann habe ich geschrieben, okay, entweder machst du jetzt Platz oder ich muss einen Admin rufen. Ne? So leid mir es tut, kannst du 3 Tage erstmal nicht mehr spielen. Ja. Ja, hat er drauf angelegt, dann habe ich den Admin eben geholt, dann war er ruckzuck weg. Ja. Ja, da sind die Admins schon echt gut mit dabei. Aber es muss also schnell auch. Vor allem auch, ne? Ja, aber das muss. Warum hält der hier an? Sonst bist du die Leute hier schnell wieder vom Server los. Wenn das nicht funktioniert. So. Stau!